eigenverantwortliches Lernen unterstützen, unter Zuhilfenahme der Selbstbestimmungstheorie von Edward Deci und Richard Ryan. Wie hängen Lernen und Selbstbestimmung zusammen? Sehen Sie sich die beiden jungen Menschen auf den Bildern an. Der Junge wirkt vertieft und ganz bei der Sache. Die junge Frau überfordert und frustriert. Was genau unterscheidet die Motivation der beiden Lesenden? Am Ende dieses Videos werden Sie wissen, welche Faktoren ausschlaggebend sind, um selbstbestimmt motiviert zu handeln und wie Sie diese Faktoren in Ihrem Unterricht berücksichtigen und lernförderlich nutzen können. Überlegen Sie, wann fühlen Sie sich motiviert für eine Aufgabe? Wann haben Sie Freude daran, etwas zu tun? Die amerikanischen Psychologen Edward Deci und Richard Ryan forschen seit Jahrzehnten darüber, was Menschen in ihrem Verhalten motiviert. Sie unterscheiden die psychologischen Bedürfnisse Kompetenz, Autonomie sowie soziale Eingebundenheit als grundlegende Faktoren für selbstbestimmtes Handeln. Diese Selbstbestimmtheit wiederum werten sie als Basis autonomer Motivation. Was diese im Einzelnen kennzeichnet, wird im Folgenden noch näher erläutert. Menschen nehmen sich selbst gern als kompetent handelnd wahr. Wir tun gern das, von dem wir meinen, dass wir es gut können. Wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine Aufgabe ausreichen, können wir den Willen entwickeln, diese Aufgabe auszuführen. Als kompetent handelnd erleben wir uns dann, wenn darüber hinaus diese Aufgabe eine echte Bedeutung und ein Handlungsziel für uns bereithält und es einen erkennbaren Zusammenhang zwischen dem eigenen Verhalten und dem gewünschten Ergebnis gibt. Sind die genannten Faktoren erfüllt, erfahren wir unser Handeln als kompetentes Handeln. Ein Beispiel. Sie erhalten von Ihrer Familie die Aufgabe, einen Schrank zu bauen. Wenn Sie handwerklich geschickt sind und wissen, wie der Schrank am Ende aussehen und welche Funktion er erfüllen soll, werden Sie gute Chancen haben, auch den Willen zu entwickeln, diesen Schrank zu bauen. Ihr Grundgefühl wird sein, das kriege ich hin. Sie fühlen sich kompetent für diese Aufgabe. Überlegen Sie, wie ist es bei Ihnen? In welchen Situationen haben Sie das Gefühl, dass Sie kompetent sind? Wie fühlen Sie sich dann? Vielleicht ist Ihnen gerade ein Lächeln über das Gesicht gegangen, als Sie sich daran erinnert haben, was Sie können. Schülern geht es genauso. Auch Sie möchten gern kompetent sein in dem, was Sie tun. Und sie möchten, wie wir alle, zeigen, was sie können und dass sie etwas können. Kompetenz zu zeigen bedeutet auch, Sicherheit zu haben. Dazu brauchen Schüler Orientierung darüber, welches Ergebnis von ihnen erwartet wird. Es braucht Ziele, die erreicht werden können. Und Schüler möchten darüber hinaus zeigen, dass sie Kompetenzen haben und dass sie in ihrem Handeln erfolgreich sind. Um Handeln tatsächlich als Erfolg wahrnehmen zu können, muss es bedeutsam sein. Handeln ohne Bedeutung ist banal und dann ist es schwer, Erfolg als solchen wahrzunehmen. Das heißt, erst die Bedeutung macht stolz auf das erfolgreiche Tun. Und stolz wie Wolle zu sein, fühlt sich dann einfach gut an. Nicht zuletzt bedeutet Kompetenzerfahrung auch, dass ich über mein Handeln nachdenke, dass ich reflektiere, denn erst hier kann ich lernen und erkennen, was ich beim nächsten Mal anders machen will und kann, um dann noch ein bisschen besser zu werden. Wenn wir im Unterricht das Bedürfnis nach Kompetenzerfahrung ernst nehmen
bedeutet es Folgendes für die Gestaltung von Aufgaben im Unterricht. Den Schülern ist bekannt, was das Ziel bzw. das Ergebnis des Handelns sein soll. Die Aufgaben sind eine Herausforderung, allerdings keine Überforderung. Sie sind von echter Bedeutung und Fehler sind erwünscht und können die Kompetenzerfahrung sogar noch befördern. Kompetenzerfahrung ist eng verknüpft mit dem Wunsch nach autonomem Handeln. Bereits kleine Kinder zeigen dieses Bedürfnis. Manchmal sehr deutlich und nicht immer zur Freude der Eltern. Wir haben den Wunsch, so zu handeln und uns so zu verhalten, dass wir uns als Ursprung unseres Handelns empfinden. Dass unser Verhalten von uns selbst gewollt ist. Wenn wir wirklich autonom handeln können, können wir authentisch sein. Authentisches Handeln geschieht damit in Übereinstimmung mit unserem wahren inneren Selbst. Das heißt, wir handeln willentlich aus freien Stücken. Zurück zum Beispiel. Angenommen, Sie haben eine klare Vorstellung von Ihrem Schrank und wollen loslegen. Ihre Familie ist mit Ihren Bauplänen nicht einverstanden und will etwas anderes. Sie sind noch immer kompetent und Ihre Familie weiß das natürlich. Allerdings werden Sie gerade in Ihrer Autonomie ziemlich beschnitten. Wenn wir autonom handeln und authentisch, bedeutet das allerdings auch, dass wir die Verantwortung für das Verhalten und mögliche Konsequenzen daraus übernehmen. Für unser Beispiel bedeutet das möglicherweise, dass Sie, wenn Sie auf Ihren Plänen beharren, ungewollte Auseinandersetzungen mit den Familienmitgliedern haben werden oder, wenn Sie einlenken, Ihre eigenen Vorstellungen über Bord werfen. Mögliche Konsequenzen des eigenen Verhaltens abzuschätzen, ist ein lebenslanger Lern- und Entwicklungsprozess. Deshalb entscheiden Erwachsene in bestimmten Situationen, was Kinder dürfen und oder eben nicht. Und deshalb muss Autonomie immer wieder geübt und immer wieder reflektiert werden. Wie bereits angedeutet, bestimmt das Autonomieerleben in besonderer Weise unsere Motivation. Motivation zeigt sich darin, wie wir Leistung zeigen, wie sehr wir bereit sind, uns für diese Leistung anzustrengen, wie beharrlich wir dabei sind und wie es uns geht, wenn wir dabei auch innere Widerstände überwinden müssen. Empfinden wir unser Handeln und Verhalten als von außen gesteuert, zum Beispiel durch Druck, Belohnung oder auch Verführung, spricht Deasy von kontrollierter Motivation. In der Folge sind Leistungsverhalten, Anstrengungsbereitschaft, Beharrlichkeit und Wohlbefinden nicht nachhaltig, sondern enden, wenn die Steuerung von außen nicht mehr da ist. Dies erklärt auch, weshalb Gehaltserhöhungen lediglich kurzfristig für einen Motivationsschub sorgen. Autonome Motivation hingegen ist gekennzeichnet durch Merkmale wie zum Beispiel Freiwilligkeit, Interesse oder selbsterkanntem Nutzen. Ist die Motivation autonom, bleiben die Merkmale erhalten oder nehmen möglicherweise im Tun sogar zu. Zurück zum Beispiel. Bauen Sie also den Schrank, weil Sie von Ihrer Familie unter Druck gesetzt werden? Wird sich die Freude an Ihrem Tun in Grenzen halten und Sie werden heilfroh sein, wenn Sie diese Aufgabe endlich und möglicherweise nach langen Verzögerungen beendet haben? Bauen Sie ihn hingegen freiwillig und aus einer inneren Bereitschaft heraus, werden Sie keine Mühen scheuen, das Möbelstück fertigzustellen. Noch ein kurzer, vertiefender Blick auf die autonome Motivation, wie sie etwa Deasy definiert. Das höchste Wohlbefinden empfinden wir sicherlich, wenn wir intrinsisch motiviert sind und Dinge aus reiner Freude an der Sache tun können. Wir nennen das dann häufig Hobbys oder Leidenschaften. Allerdings können wir auch mit hoher Motivation handeln, wenn der Handlungsgegenstand positiv bewertet wird
und wir uns mit diesem Wert identifizieren können, beziehungsweise auch das Ziel lockt, das am Ende steht. Dies mag erklären, warum wir uns auch mit Motivation solchen Aufgaben widmen können, die uns auf den ersten Blick als anstrengend und mit Hindernissen verbunden erscheinen. Leistungssport ist ein Beispiel an dieser Stelle, aber auch gesellschaftliches, berufliches oder schulisches Engagement. Bezogen auf unser Beispiel. Intrinsisch motiviert sind Sie sicherlich, wenn Sie gern mit Holz arbeiten und Tischlerarbeiten verrichten. Dann können Sie es vielleicht gar nicht abwarten, anzufangen und freuen sich auf das Bauen. Autonom extrinsisch motiviert werden Sie sein, wenn Sie wissen, dass Sie Ihrer Familie mit Ihrem Werk eine große Freude bereiten können. Sie freuen sich auf die strahlenden Gesichter, wenn der Schrank fertig ist, und nehmen dafür möglicherweise auch Rückschläge während der Bauphase in Kauf. Überlegen Sie, wann erleben Sie sich als autonom motiviert? Was motiviert Sie intrinsisch? Was spornt Sie bei extrinsischer Motivation an? Was bedeutet das Bedürfnis nach Autonomie nun für Ihre Schüler und Ihren Unterricht? Schüler können sich als autonom handelnd empfinden, wenn sie ihre eigenen Vorstellungen in Einklang bringen können mit den zu bewältigenden Aufgaben, mit den dahinterstehenden Lernzielen und mit der Art und Weise, wie sie die Aufgaben bewältigen. Das bedeutet, dass die Schüler Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten bekommen. Dabei kann es reichen, dass Schüler wählen können zwischen Aufgabe A und Aufgabe B, dass sie selbst bestimmen können, was sie genau an dem Gegenstand lernen wollen und dass sie ihren Lernweg, ihre Methoden der Erarbeitung oder die Form der Ergebnispräsentation entscheiden können. Allein das Gefühl, Entscheidungsspielraum zu haben, kann hier schon viel bewirken. Das dritte Grundbedürfnis ist die soziale Eingebundenheit. Damit ist gemeint, dass wir uns mit anderen sozial und emotional verbunden fühlen möchten. Unmittelbar erfahrbar wird die Bindung, wenn wir merken, dass wir etwas beitragen können, dass die Gruppe, zu der wir gehören, Bestand hat und dass wir ein wichtiger Teil dessen sind. Dazu kommt, dass wir uns von den anderen gesehen und akzeptiert fühlen möchten. Wir wollen gehört werden, wünschen uns, dass Menschen auf uns reagieren und sich aktiv mit uns auseinandersetzen. Soziale Eingebundenheit bezieht sich damit nicht nur auf Gruppen, sondern auch darauf, Einzelne wahrzunehmen und von ihnen wahrgenommen zu werden. Zurück zum Beispiel. Sie werden sich in Ihren Bemühungen um den Schrankbau gesehen und wahrgenommen fühlen, wenn Ihre Familie Ihren Bauprozess mit Interesse begleitet, wenn sie nachfragt und gemeinsam mit Ihnen Lösungen für Ihre Bauprobleme entwickelt. Vielleicht übernehmen Mitglieder Ihrer Familie ja auch einige Arbeiten, sodass am Ende ein Gemeinschaftsprodukt entsteht. Gleichzeitig tun Sie etwas für Ihre Familie und tragen durch Ihr Tun etwas zur familiären Gemeinschaft bei. Überlegen Sie, wann erleben Sie das Gefühl sozialer Eingebundenheit und wie fühlen Sie sich in solchen Momenten? Im Unterricht wird diese soziale Eingebundenheit für Schüler erfahrbar, wenn sie viel und häufig Gelegenheit haben, sich als aktiver Bestandteil der Lerngruppe zu erleben und gleichzeitig als Individuum wahrgenommen und gesehen werden. Wenn es um die individuelle Wahrnehmung des einzelnen Schülers geht, sind Sie als Lehrkraft von großer Bedeutung. Geben Sie Ihren Schülern das Gefühl, als Person wertgeschätzt zu werden. Manchmal kann dazu auch gehören, Bedürfnisse als legitim anzuerkennen, die gerade nicht berücksichtigt werden können.
mit Bemerkungen wie ich weiß, dass du jetzt lieber oder ich sehe, dass du, helfen sie den Schülern, dass sie sich wahrgenommen fühlen, obwohl ihren Bedürfnissen gerade nicht entsprochen wird. Hier nun noch einmal die Grundbedürfnisse im Zusammenhang. Wie stark jedes dieser Bedürfnisse ausgeprägt ist, mag auch mit persönlichen Bedingungen zu tun haben. Manche haben ein stärkeres Bedürfnis nach Autonomie, andere vielleicht ein stärker ausgeprägtes Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Gelingt es uns, diese Bedürfnisse zu befriedigen, erleben wir uns als selbstwert. Daraus folgend kann sich das Gefühl der Selbstwirksamkeit entwickeln, das entscheidend für eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist. Die Selbstwirksamkeit drückt sich auf der Ebene der Kompetenzerfahrung darin aus, dass Schüler Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten haben. Auf der Ebene des Autonomieerlebens bedeutet es, dass sie ihr eigenes Handeln mit Achtung und Respekt betrachten. Und auf der Ebene der sozialen Eingebundenheit, dass sie sich selbst und anderen vertrauen. Worauf können Lehrkräfte nun genau schauen, damit Schüler mit möglichst hoher Selbstbestimmtheit und daraus erwachsener Motivation arbeiten? Sie können ihre Schüler möglichst häufig kognitiv aktivieren, indem sie das Vorwissen und die Erfahrungen ihrer Schüler nutzen. Sie können in den Aufgabenniveaus differenzieren und Unterstützung geben, wo es nötig ist. Und sie können Aufgaben mit echter Bedeutung stellen. Sie können mit Lernzielen arbeiten. Zum einen zur Orientierung auf das Ergebnis, das sollst du hier lernen, und zum anderen zur Möglichkeit der Entscheidung, das will ich hier lernen. Sie können Ihren Schülern Entscheidungsmöglichkeiten bei den Aufgaben lassen, A, B oder C, und Sie können Ihre Schüler das eigene Lernen reflektieren lassen. Sie können im Unterricht den Dreischritt des kooperativen Lernens anwenden, denken, austauschen, besprechen. Und Sie können Ihren Schülern wertschätzendes und kriteriengeleitetes Feedback zu deren Lernprozessen und Lernergebnissen geben. Überlegen Sie, welche Ideen werden Sie für Ihren Unterricht nutzen? Wenn Sie Interesse an Fortbildung zu diesem Thema haben, sei es für Ihre Schule, für Ihre Fachschaft, für Ihre Jahrgangsstufe oder auch für Sie selbst, kontaktieren Sie uns gern. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu diesem Thema für Ihren Unterricht zu arbeiten.